Hallo, ich bin Philipp, das hier ist Nerdtastisch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hero Discussion und heute geht es um Morbius' ersten Auftritt. Denkt dran, am März-Gewinnspiel teilzunehmen, um die Chance zu bekommen, eine What If Supreme Doctor Strange Funko Pop zu gewinnen. Alles, was ihr hierfür tun müsst, ist ein Kommentar mit dem Hashtag Multiverse of Madness zu verfassen. Viel Glück! Nächste Woche startet Morbius bei uns in den Kinos und vielleicht hat der ein oder andere es schon mitbekommen. Der Director hat irgendwie in einem Interview schon alles gespoilert. Ich habe dazu Videos gemacht, die Tage auf TikTok und auf YouTube Shorts erscheinen werden. Aber keine Angst, ich gebe vorher eine fette Spoilerwarnung. Und wenn ich nächste Woche den Film gesehen habe, dann kommt nochmal ein allgemeines Video, also keine Sorge. Und ich hoffe, ich werde dann in der Luft nicht so zerfetzt wie bei No Way Home. Naja, das alles erstmal beiseite, denn ich möchte mit euch heute über Morbius' allerersten Filmauftritt sprechen. Und zwar im ersten Blade-Film von 1998. Was ein echt toller Jahrgang ist. Denn da erblickte ein Nerd das Licht der Welt. Aber ich schweife schon wieder ab. Wo in Blade soll denn bitte Morbius sein? Dieser tauchte nämlich in einem alternativen Ende auf. Dort steht er nach Blades Endkampf auf einem Hausdach in einem Mantel und verschleiert. Der Film sollte mit dieser Einstellung enden für ein mögliches Sequel, das zu dem Zeitpunkt noch nicht feststand. Hinter der Maske versteckte sich auch kein bekannter Schauspieler, sondern es war der Regisseur Steven Norrington, der sich mal schnell eben einen Mantel schnappte und als Double ein. Sprang. Es wurde sich aber dann doch für das Ende entschieden, das wir kennen. Also Blade, der sich nach Moskau aufmacht und dies greift der zweite Blade grob wieder auf, der sich nicht weit entfernt in der Tschechischen Republik wiederfindet. Was haltet ihr davon? Hättet ihr gerne einen Blade vs. Morbius gesehen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf, abonniert, um nichts zu verpassen, denkt dran, die Glocke zu aktivieren und meinem Discord, ja, da kann man jissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf, abonniert, um nichts zu verpassen, aktiviert die Glocke und joint meinem Discord-Server. Ich hoffe, euch auf jeden Fall bald wieder begrüßen zu dürfen, hier bei Hero Discussion.